Gecheckt, gefahren, gerockt. Hier ist so viel Tourismus, da fühlt man sich irgendwie überhaupt nicht angenommen oder man fühlt sich hier gerade mal so geduldet. Da sind zwar jetzt ein paar Mountainbiker, aber irgendwie ist hier alles nur Partylaune, Partymeile, Skifahren, Kinder, Tourismus, überhaupt Tourismus, Wandern. Ein paar Mountainbiker sind hier, aber man fühlt sich als Radfahrer hier nur geduldet, denn das meiste ist hier auf Tourismus ausgelegt und Spielspaß für Wanderer. Sieht ja alles ganz nett aus, aber ich fühle mich hier irgendwie nicht angenommen. Schulenberg hat ja einen ganz anderen Flair. Erstmal easy reinrollen. Ich trau mich da nicht rein. Das ist doch kacke. Da nehmen wir die Chicken rein, okay. Ich bin heute Mittag noch nicht ganz da. Nee, in das Wurzelgemüse springe ich sowieso nicht rein. Und du kannst hier auch gleich von der Flotte runter starten. Ich persönlich mag ja mein Boden lieber. Oder hier solchen Wurzelmassagen. Das ist ja hier arg geschickt. Schon schön angelegt. Aber irgendwie. Nicht so wirklich meins. Schauen wir doch mal. Und so viel Schotter. Dass man hier die 1,5 Kilometer mit dem E-Bike über die Wiese einfach hochfahren kann, das ist auf jeden Fall lobenswert. Aber ansonsten ist das einfach sehr viel Tourismus hier und daher in meinen Augen viel zu teuer. Aktuell
im Jahr 2023 wird hier am Wochenende 33 Euro genommen und in der Woche 29. Also wer hier hin möchte zum Ausprobieren, fährt besser in der Woche, spart sich 4 Euro. Oder nimmt das E-Bike und fährt die 1,5 Kilometer bis zur Bergspitze selber hoch. Den besten Flair hat man auf jeden Fall in dem Bikepark Schube. Da fühlt man sich zu Hause. Preise sind erschwinglich, aber das ist dann auch eine eingefleischte Gruppe, die auch Neulinge willkommen heißen und sehr hilfsbereit sind. Kann man nur empfehlen. Also in diesem Sinne, wir sehen uns das nächste Mal in Schube wieder. Selbst an den Eingängen tummeln sich die Leute, weil da die Karten stehen für die Tourismusinformationen. Und man muss arg aufpassen, dass man den Leuten nicht in die Quere kommt. Finde ich persönlich sehr störend. Das einzig Schöne am Hahnklee ist die Aussicht. Theoretisch keine schwierige Passage, aber wenn du hier alleine runterfährst und du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, ist auch blöd. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Ich muss ja jetzt hier auch nichts riskieren. Hier habe ich natürlich prima Sehverhältnisse. Ja, das gefällt mir. Oh, schöner, kühler Wald, ey. Wieder Fuß gehen, da musst du ja aufpassen. Mann, das ist ja schon fast aus dem Hidden Track hier. Ich glaube, das ist ein Ausstieg hier. So, einmal den Überraschungsweg fahren. Schönes, gutes Stück. Oh, mit den Lichtverhältnissen komme ich trotzdem nicht klar. Toll angelegt, aber ich bin überhaupt nicht im Flow.
hier extra mal fahren. Aber ob ich hier nochmal hinfahre, ist fraglich. Das ist ein Stück im Kopf. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Geradeaus, ne? Okay. Auf jeden Fall was für E-Bike. Aber mit dem Bio-Bike möchte ich hier auch nicht langfahren. Ich mag nicht mehr, ich will nach Hause. Ich muss auch schon zur Rechtskurve. Ich muss zur Rechts. Schon mal okay. Was kommt hier denn? Das ist ja nicht gut mal sein. Aber schön cool hier. Wanderer. Moin. Alles gut? Mann, ey. Oh, ich fange nochmal von vorne an. Das sowieso. Nein, ich fahre, fehle mich hier schon rein. Das ähnelt schon wieder einer Flo. Du darfst nur nicht rechts runter gucken, ey. Scheiße. Ich hab auch immer Angst vor meiner Strecke. Das ist nicht zu schnell daran. Cool, die macht Spaß. Oh, ich hab was zu springen, okay. Und nicht in die Wurzeln rein. Dann ist es schwerer.
hier drin. Beine vertreten. Und weiter. Danke, ey. Mann, ist das eine Kackbeschilderung hier. Okay, nochmal zum Verständnis. Cloud Trail rechts, Downhill rechts. Links, A-Line, Freeride, Racetrack. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist die Downhill. Stand da auch dran. Ja. Ja, fahr mal. Fahr mal, ich guck, wie du fährst und. Aber da geht auch wieder ein Fahrzeug durch. Ja, okay. Ja, ja, okay, springen tu jetzt nicht, aber so drüber fahren. Ja klar, ich mag Wurzeln. Thank you.
den Sprung nehme ich nicht. Ja. Also definitiv fahre ich nicht im Sitzen. Ich gebe mir Mühe. Ja, und hier ist Ende.